Guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Es ist jetzt Donnerstagmorgen, 6:30. Ich fahre da mal über Feld. Heute ist ein schlimmer Tag. Wir haben -2 Grad. Wir haben einen meine Kulturen besichtigen. -2 Grad am 28. April. Das ist echt Scheiße. Jawohl. Hier mein Wintergetreide. Und man sieht ein starker Raureif. Hier. Hier alles gefroren, ja. Aber Wintergetreide packt das. Das mag ist nicht so schlimm. Aber gleichwohl, der Raureif ist stark heute Morgen. Es war eine wolkenlose Nacht. Der Wetterbericht, die Vorhersage, hat recht behalten. Es ist wirklich -2, ich denke. Hier auf dem Feld ist es noch mehr. Ja, gewöhnlich vor Sonnenaufgang ist es dann am kältesten. Die kalte Luft wird von der Sonne runtergedrückt. Und dort wird sie kommen, die Sonne. Hier Eiweißerbsen, ich denke, die packen es auch. Die mögen ein bisschen Kälte erleiden. Hier der Frost. Da ist doch der Boden gefroren. Der ist hier hart. Ah ja, das ist wahnsinnig. Hier mein Gras UVA 200. Auch da alles voll Frost. Reif, raureif. Ob die Sonne kommt. Alles raureif. Bis zu unterst. Wie das sich mit dem Raps verhält, weiß ich nicht genau. Man sieht, die Blüte ist gebogen. Ich denke, der Raps mag einen Raureif auch erleiden. Wie heftig das der schadet, weiß ich nicht. Aber jetzt fahren wir weiter. Das Schlimmste ist, ja, denke ich, mein Zuckerrübenfeld. Dort muss es schlimm sein und die Auswirkungen des Raureifs heute Morgen sieht man ja erst in einem Tag vielleicht. Oder in 2 Tagen, wenn dann Blätter braun werden.
zweites Rapfeld, 1 Hektare. Und daneben mein Zuckerrübenfeld, 2,9 Hektare. So, jetzt stehe ich auf meinem Zuckerrübenfeld. Es ist jetzt 10 vor 7. Und wenn ich da marschiere, da ist da auch der Boden gefroren. Ne? Hier eine Zuckerrübenpflanze im Zweiblattstadium.